Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge, ja, man glaubt's kaum, von Resident Evil 7 Biohazard. Ja, die Guten haben nochmal zwei DLCs draufgelegt. Einmal Not a Hero, also kein Held, und Zoes Ende oder End of Zoe genannt. Die werden wir zusammen durchspielen. Ethans Kampf ist vorbei, aber es gibt noch ein letztes Problem zu lösen. Und die Aufgabe fällt Chris Redfield zu, einem Veteran im Kampf gegen den Bioterrorismus. Und den sollte eigentlich jeder Resident Evil Spieler kennen, von daher ich eher weniger, ich habe es nur vom Hörensagen gehört. Hier sehen wir kurz mal was. Hier, dass wir mal stehen geblieben sind, ich habe euch kurz in das Game 21 hier gelotst, noch gegen Ende. Habe euch das Schlafzimmer-DLC gezeigt und dann noch das Töchter-DLC. Und habe das wahre Ending von Zoe erhalten. Kein Held, keine Ahnung, was uns erwarten wird. Außer, dass uns der Sohn der Baker-Familie auf den Sack gehen wird. Mehr sage ich so nicht. Weil ich den Anfang bei Keyshore gesehen habe. Da wird das eins sein. Also, gerade in den nächsten 5 Minuten glaube ich nicht. Ich werde es aber sagen, wenn es wieder soweit ist. Aber es wird in dieser Folge schon wieder soweit sein. Wo ich wieder alles blind miterleben werde. Weil ich habe auch abgeschaltet, als es spannend wurde. Weil ich das alles selbst miterleben wollte. Neues Spiel. Ach ja, was ich noch dazu sagen möchte. Dieses Spiel ist eigentlich für VR konzipiert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das spielen darf. Oh, einfach, cool. Operation Lauernde Furcht. Chris hat als hochrangiges Mitglied der BSAA viele Bioterrorismuskrisen in seinen langen Karriere überwunden. Jetzt hat Umbrella wieder gewonnen. Was? Ich bin nicht fertig gewesen, ne? Ist alles bereit? Können wir anfangen? Ich kann nicht anders, Mann. Wir haben was zu erledigen. Chris, haben wir ihn verloren? Nein, nein, Ethan Winters ist in Sicherheit. Er lebt und ist wohlauf. Und Lucas Baker? Er ist die einzige Verbindung zu den Connections. Er ist als nächstes dran. Okay. Jetzt sind wir mit Redfield unterwegs. Und man kann es auch ohne VR spielen. Sehr gut. Umbrella Helm System. Okay, bin im Bergwerk. Stabiles Signal. Ich höre dich laut und deutlich, Chris. Von der ersten Einheit kam nicht viel, bevor der Kontakt abbrach. Aber offenbar hat Lukas das Bergwerk zu seinem Unterschlupf gemacht. Wie viele werden vermisst? 3 unserer Besten. Ihre letzte Übertragung war in der Nähe eines Labors gleich davor. Ich will, dass du es dir anschaust. Verstanden. Warum hat der jetzt geschossen? Okay. Aha, das ist wieder das Menü. Eine Taschenlampe hast du nicht. Blocken. Okay. Nachladen. Okay. Easy win, würde ich sagen. Haben wir eine Karte? Jo, haben wir. Na dann. Zeigen wir mal, was Redfield alles so kann. Wer ist denn nochmal? Scheiße, seid ihr träge. So.
Weg mit dir. Stehst du immer noch? Ach, komm schon. Geht doch einfach weg, ey. Mit euch lege ich mich ungern an. Wow, heilige Mutter Maria, das hätte ich eigentlich gewusst, wenn ich jetzt nicht so voll idiotisch einfach nur hingelaufen wäre. So, geht doch. Und wer will aufstehen? Keiner von euch? Sehr richtig. Und natürlich spiele ich es auf einfach, weil ich einfach durchrennen möchte und die Story genießen möchte. Was war es, was Lucas hier unten wollte? Wir analysieren noch die Daten, aber anscheinend experimentierte er mit einem Typ E-Mutamyzet. Hoffen wir, die Männer sind nicht Teil der Experimente geworden. Werden wir noch früh genug erfahren, mein Freund. Na? Zum Glück bin ich nicht so sonstig schreckhaft wie Keyshaw, weil bei ihm geht es ein bisschen langsamer, wie ich finde. Ich renne hier schon halbwegs durch. Hä? Ist hier jemand? Ha. Okay. Na gut, ich bin auch eher wirklich nur hinter der Story her. Ha. Und kein Speichergerät. Sind wir hier bei... Wie hieß das Spiel nochmal? Ich werde dich hier rausbekommen. Lass mich. Es ist zu spät. Wir kommen beide hier raus. Ich habe Neuigkeiten. Was? Das wird nicht passieren. Oh, das würde ich nicht tun, wenn ich du wäre. Du kannst natürlich versuchen, das abzunehmen. Aber davon würde ich abraten. Meine Hand könnte ausrutschen und dann... Stopp! Ups. Also es läuft so, Chris. Du folgst mir nicht und ich lasse deinen Kopf nicht an die Decke hüpfen. Oh, und das gleiche gilt für deine kleinen Soldatenfreunde. Adios. Muchachos. Scheiße. Ich detektiere Sporen in der Luft. Typ E Mutamycet. Der Atemgerätmodus wird automatisch eingeschaltet. Halte ein Auge auf deinen Sauerstofftank. Dein Sauerstofftank ist auf 50%. Anscheinend bist du nicht kontaminiert. Geh zurück und lass die Bombe an deinem Arm entschärfen. Keine Zeit. Will dem Arsch keinen Vorsprung geben. Verstanden. Sei nur vorsichtig. Sauerstofftank ist auf 50%. Chris, wir haben jetzt die von Lucas abgefangenen Daten analysiert. Wie wir uns dachten, der Mistkerl hatte Statusberichte über Evie an die Connections geschickt. Finde ihn und mach ihn dingfest. Das darf sich nicht wiederholen. Ihr wollt ihn sicher nicht rekrutieren? Ach, Chris, wie oft denn noch? Die BSA ist vielleicht überzeugt. Wenn nicht, wäre ich nicht hier. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, mit Umbrella zu arbeiten. Ich weiß, es muss schwer sein. Und um ehrlich zu sein, viele waren bei uns, bevor wir uns als privates Militärunternehmen neu gründeten. Aber jetzt ist fast nur der Name übrig.
Konzentrieren wir uns auf die Mission und setzen wir das Gespräch fort, wenn du zurück bist. Okay? Klar, wie du meinst. So, ab hier ist es wieder blind. Ah, Mann, da müssen wir was einsetzen. Ah, wieder eine Kassette. Geil. Und hier unser Zeug, das wir ablegen können. Umbrella-Ziele, ein Brief. Komm. Kann ich das nicht einfach so lesen? Nein. Arzneispritze, gut. Haben wir zwei Stück dabei? Yes. Jetzt gehen wir zuerst mal noch hoch. Gucken, ob wir dort noch was haben. Oh. Da kommen wir anscheinend nochmal zurück. Handgranaten. Wir sammeln also wieder Münzen. Okay. Und das ist hier. Ha. Zeigen Sie mal. Was ist hier? Okay, soweit so gut. Da kommen wir scheinbar auch noch nicht durch. Wir brauchen da noch ein Upgrade, was wir noch nicht haben. Dann können wir eigentlich nur noch durch das rote Tor. Und natürlich jetzt hier noch hin. Ha. Und hier sieht man die Hand vor Augen nicht. Nicht wirklich geil. Ah nö, das ist zum Speichern. Okay, interessant. Nach 13 Minuten sind wir schon hier. Nice, der braucht irgendwie 28 Minuten bis hierhin. Also ja gut, 20 oder so. Bisschen übertrieben. Na dann. Hier ist gleich einer, weil er ist direkt durch das rote Tor gegangen. Ich wollte noch ein bisschen erkunden. Noch am Leben da drin? Redfield? Keine Sorge. Ich finde den Schlüssel und hol dich da raus. Das ist doch garantiert eine Todesfalle, oder? Ja, war klar. Ha. Jetzt bin ich ja gespannt, was mich alles anfällt. Auf normal kommen die kleinen Viecher. Weil ab hier bin ich wirklich safe blind. Ja, genau die kommen. Wo sind die kleinen?
So. Ich habe zwar noch ein bisschen Muni, aber wie lange noch? Ist die Frage. Oh Gott. Ey, willst du mich verarschen? So. Ist klar. Weg. Willst du mich verarschen? Der steht immer noch. Ach, genau, die meinte ich. Wunderbar. Die leben auf jeden Fall nicht mehr. So. Dein Ernst gerade? Habe ich dich jetzt instant getötet? Geil. Ihr kleinen Banausen. Oh, Kurbel. Nehme ich ganz gerne mit. Habe ich jetzt wieder Muni? Ja, 6 Stück. Die ich hoffentlich nicht gleich wieder loswerde. Ha. Was fehlt denn noch? Könnte das sein, was noch fehlt? Das Zahnrad? Wer weiß, wer weiß. Pistolenmuni. 9 Stück schon drin. Umgucken müssen wir uns trotzdem. Ah, antike Münze, endlich. Unsere erste von vielen. Hoffe ich. Ja, hier, von hier aus kam ich, ne? Arzneispritze, okay. Wir finden ja hier alles Mögliche, wenn man mal genau hinguckt. Ah, scheiße. Das ist schon besser. Ah, ah. Ah, ah. Ich brauche da heftigere Munition. Oh! Ich habe keine Ahnung. Ist etwas Neues. Geh extrem vorsichtig vor. Kann ich da mal rennen? Willst du mich verarschen? Was schlägst du denn vor? Du brauchst Ramrods, um die Regeneration aufzuhalten. Du musst dich zurückziehen. Was heißt zurückziehen? Hier drin muss ich noch was haben. Ich ziehe mich erst zurück, wenn ich das habe, was ich brauche. Na? Du kleiner Fischkopf. Extrem widerstandsfähig, ich glaub's ja auch.
Ich glaub's ja auch. Jetzt habe ich den Schlüssel, den ich brauchte, ne? Oh Gott. Wartet nur. Den kriegen wir noch. Aber wir müssen uns zurückziehen. Jetzt habe ich umsonst so viel Muni verschwendet. Tschüssi. Ich habe keine Idee, wie ich den hätte killen sollen. Sie hat es zwar gesagt mit dem Zusatzteil, aber naja. Immerhin können wir jetzt den anderen mal rausholen. Vielleicht hilft uns da was weiter. Aha. Jetzt ist alles gut. Ich will doch nur, dass du das denkst. Ich bin nur der Köder. Und du bist drauf reingefallen. Was? Oh, Mist! Nimm den Filter von meiner Maske. Schnell! Dann stirbst du. Ich bin sowieso tot. Er hat recht, Chris. Schau zu und lerne. Lucas! Nein! Okay, hocheffizienter Filter. Jetzt kommen wir weiter. Und dann wissen wir auch, wo wir weiter müssen. Also gut, war das nur eine Falle von dem Guten? War ja wieder mal klar. Aber gut. Hier sind wir nun wieder. Ich kann nicht abwarten, das Arschloch in die Finger zu kriegen. Ja, sag nichts. Ja, ja. Ach. Ich glaube, bei dem würde ich eine Ausnahme machen. Dem wächst sowieso wieder alles nach. Man hat's am Anfang gesehen. Und der ist sicher noch nicht geheilt. Der Wichsknödel. Haha. Bringt's dir nix, ne? Scheiße, ne? Okay, wir müssen hier lang. Ist klar. Wäre das noch intensiver da unten, oder? Spinnig. Hä? Dein Ernst gerade? Wie mache ich das? Ich kann doch neben dem nicht vorbei. Ah, na bitte. Du kleiner Lollipop, geh mir aus der Sonne. Dass man die auch einfach nicht töten kann. Das ist eine neue Art, Mann. Und wie tief geht's hier runter? Also hier runter, Mann. Das gefällt mir gar nicht. Antike Münze. Auch nicht schlecht. Nervengift, oder wie? Aha.
Sorry. Na, hat's wehgetan, kleiner Piepmatz. Und wo wollen die uns hinführen, ne? Oh Gott. Hä? Ich muss hier rein, ne? Und dort rein kommt man erst, wenn man sehen kann, Raum für Hilfsgenerator. Nachtsichtgerät. Dieses Gerät fügt dem Umbrella HMD-System Nachtsichtfunktion hinzu. Das Gerät verwendet Bildschirmverstärkung, um den Nutzer eine bessere Sicht im Umgebung mit geringem Lichteinfall zu ermöglichen. Es erlaubt dem Nutzer zudem bestimmte Lichtstrahlen wie etwa Infrastrahlen zu sehen, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. Okay. So ungefähr Anti-Regeneration Munition. Aha. Mit den Ramrods solltest du die weißen Varianten erledigen können. Gut. Okay. Diese Munition von Typ Ramrod für Rapid Action mit Mesotoxin, was? Keine Ahnung. Beispielsweise rasch wirkende mesotoxische Kugeln wurden speziell für den Kampf gegen Fungus-basierte Biowaffen entwickelt. Die Kugeln setzen beim Aufprall ein Toxin frei, das nicht nur rasch Zellmembranen von Fungi zerstört, sondern auch die Regeneration von verlorenem Gewebe verändert. Ein Schuss allein genügt, um das Ziel auch durch herkömmliche Angriffe verwundbar zu machen. Okay. Und jetzt ist mal mit denen. Jetzt habe ich das Nachtsichtgerät. Ich habe alles. Nur irgendwie. Ach so. Ja, gut. Der erste Schuss muss einfach treffen, ne? Okay, hätten wir das. Und jetzt? Ich hoffe, hier runter ist richtig. Ich weiß zwar nicht, wie der den Sturz überleben konnte ohne Probleme, aber okay. Okay. Hier bin ich runtergekommen. Hier kommen wir nicht durch. Und hier haben wir was? Schon mal wieder Ausgang. Ha. Dann lass mal das Nachtsichtgerät wieder an. Ah.
Und ob ich jetzt richtig stehe, sehe ich, wenn das Licht angeht. Na? Oh. Ja, war klar. Ja, genau. Ich renn. Ich hab keinen Nerv. Ja, klar. Großartig. Noch mehr. Oh Gott, nee, ich hab die falsche Muni verwendet. Au. Ist ja großartig. Und ich kann jetzt nichts mehr machen, ne? Eigentlich müsste ich jetzt neu starten, aber ich habe keinen Bock, danach alles neu zu machen. Okay. Was hast du gefunden? Gut, ich habe wieder 3 Stück. Ich Vollidiot. Musste ein paar ausgeben. Okay. Das interessiert die jetzt nicht mehr. Ein einziger Schuss, das ist ja extrem geil. Hä? Okay, machen wir das so. Oh Gott. Oh Gott. Hört ihr mal auf. Seid ihr wieder normale Gegner oder wie? Ja, ihr seid normale Gegner. Aha. Okay, jetzt sind wir hier. Auf der hinteren Seite der Macht. Nice. Shortcut. Aha. Interessant. Was war das gerade? Wer hat mich gerade angefasst? Wer hat mich gerade angefasst? Jetzt reicht's. So, wer hat mich angefasst? Komm. Nochmal. Aber diesmal mit Gefühl. Ach so, da kommt der Nächste. Das war der Kollege, der mich gekillt hat. Oder auch nicht. Habe ich irgendwo was übersehen? Ach so, ja. Ich werde da mal ganz einfach mitgenommen.
Kommt man da gar nicht durch? Das ist ein bisschen suboptimal, Freunde. Aber immerhin, wir haben einen schönen Short, also einen schönen Point erwischt. Aha. Jetzt weiß ich wenigstens, warum ich immer gestorben bin. Ey, ihr spawnt auch immer, ne? Ihr Vollidioten. Oh. Die Trojaner geben auf jeden Fall alles. Jetzt haben wir nur noch einen roten Point und der ist direkt dort. Aber klar. Yo. Okay, jetzt sind wir wenigstens an einem anderen Ort. Sehr geil. Und wir können hier einfach nur durchrennen. Oder auch nicht. So, umswitchen. So, soweit, so gut. Das hätten wir soweit. Ganz genial. Das werden wir jetzt noch auf die andere, also jetzt werden wir noch auf die andere Seite mal kurz durchrennen, mal schauen, was wir dort so finden. Also, das hat mir jetzt Fun gemacht, as hell, würde ich mal sagen. So. Tja, scheiße, ne? Diesmal komme ich weiter. Und ich bekomme wieder Pistolenmuni. Okay.
Okay. Ich merke nicht auf solche Platten. Sonst, oh, mir fehlt ein Dietrich, ne? Nö, jetzt nicht mehr. Ah, geil. Das Serum ist unglaublich wertvoll und ich bin in die nächstbeste Falle gerannt. Wie ein letzter Vollidiot. Aha, sehr gut. Und da hat sonst nichts mehr. Ja, aber der wurde jetzt nicht beleuchtet, ne? Okay, mal schauen, inwiefern mich meine Heilung wieder von selbst regeneriert. Vielleicht bin ich jetzt auch automatisch die ganze Zeit halb tot. Oder auch nicht. Abfahrtsbereich. Ha. Waren wir da nicht schon von der anderen Seite eigentlich mal? Also, wenn ich ihn wäre, wäre ich ja schon lange wieder ab nach Hause, aber okay. Redfield ist schon ein harter Hund. Nach meiner antiken Münze. Oh ne, kennen wir den nicht noch aus dem Hauptspiel? Clownschlüssel. Aha. Oh! Willst du mich verarschen, ey? Oh Gott.
Mann, nicht schon wieder. Oh Gott, was habe ich nur für ein perfektes Schussgelenk, ey. Perfekt aus der Hüfte raus. Ach so, du bist so einer, ne? Es tut mir leid, ne? Bin ich ja mal ganz ehrlich, aber tot bist du auf jeden Fall. Ja, genau. Müssen wir mal aufstehen? Ich glaube nicht. Jetzt umswitchen auf meine andere Muni. Clownschlüssel. Und jetzt, wo sind wir? Ha. Zumindest können wir jetzt alle Schlüssel hier aufmachen. Also jeden Gang mit einem Clown. So. Das läuft doch. Yo, übertreibt's nicht, ne? Mit Sicherheit. Hey, geht's dir gut? Halte durch. Bin unterwegs. Hä? Okay. Okay, wir müssen hier lang. Kein Weg führt dran vorbei. Ah. Und ich bin tot. You are dead. War ja irgendwie klar, ne? Hey, geht's dir gut? Halte durch. Bin unterwegs. Au, falscher Zug, Chris, alter Kumpel. Was zum... Du darfst jetzt sterben, Chris. Scheiße! Ich da tun müssen. Man wurde nicht vorgewandt, nix. Hey, geht's dir? Dein gut? Ernst gerade? Halte durch. Bin unterwegs. Dein Ernst gerade? Nochmal alles von vorne? Euch geht's doch zu gut, So, und jetzt, wenn ich mich bewegen kann, instant. Marquez? Au, falscher Zug, Chris, alter Kumpel. Was zum... Du darfst jetzt sterben, Chris. Scheiße! Hallo? Muss ich den liegen lassen? Wir können ihren Kontakt nicht retten, solange die Fallen aktiv sind. Irgendwo im Raum sollte es einen Netzschalter für die Fallen geben. Okay. Hey, geht's dir gut? Halte durch. Bin unterwegs. Dann gucke ich mir das doch mal von nah an.
Von daheim. Okay. Es tut mir leid, zu dir muss ich nachher kommen. Sorry, einmal kaputt machen hier. Vielen Dank. Hey. Hey, bist du noch bei uns? Ja, du bist's. Danke. Ich dachte schon, ich wurde zurückgelassen. Ich glaube, wir kommen hier raus. Lucas ist ein verdammter Irrer. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, er oder diese Dinger. Wir müssen hier raus. Hier drüben, da oben, kommen wir raus. Oh, Scheiße. Das darf nicht wahr sein. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Nimm mir das Teil ab. Nein! Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christopher, aber ich bin es echt leid, Spielchen zu spielen. Drei Männer, Lucas. Drei meiner Männer sind wegen dir tot. Das endet. Und zwar sofort. Ich glaube nicht. In einer Minute sind es vier tote Soldaten. Du wirst scheitern. Und dann wirst du sterben. Okay. Wir haben hier wohl ein Problem. Sind dran, Chris. Geh zurück zur Haupthöhle und warte auf weitere Anweisungen. Lass mich nicht hängen. Sind die Kanister? Das Lager im Abbauraum des Bergwerks. Geh durch das rote Tor. Wir sind so ziemlich im Zeitstress, ne? Noch 8 Minuten, dann ist es vorbei mit der Schaumschlägerei. Na? Ich glaube, das war eine Stunde Videomaterial dann. Oder geht's dann noch weiter? Ist klar. Okay. Einfach rennen. Und hier durch. Oh Gott. Wichsknödel. So. Alles mitnehmen, was geht, und dann weiter. Werkstatt, ist klar. Der flüssige Stickstoff ist gleich da vorne. Aha.
Wegen dem nehme ich trotzdem noch die Sachen mit. Ist klar. War ja klar. So. Ist das jetzt der letzte Wichsknödel vor dem Ableben oder wie? Nein. Ist klar. Ja, jetzt kommt der Wichser noch mit solchen Knödeln. Ja, habe ich ihn? Aha. Ja, klar. Und ich weiß nicht, wie ich den besiegen soll. So. Bist du endlich gefallen, mein Freund? Ziel erledigt, Chris. Finde den Stickstoff. Aha. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt noch genügend Muni irgendwo. Wird das wirklich funktionieren? Schnell, Chris! Wird schon schief gehen. Es hat geklappt. Wird's los, bevor es auftaucht und neu startet. Mist! Alles klar, Chris? Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Okay, Lucas. Nur noch du und ich. Chris, wir sehen einen Raum hinter der Tunnelbohrmaschine. Lucas? Vielleicht. Probier da reinzukommen und schau nach. Verstanden. Bin ich froh, haben wir das endlich hinter uns. Ich glaube, da müssen wir noch was machen. Aber wir haben noch einen Raum vergessen. Und der ist hier drin. Bevor wir natürlich jetzt alles beenden, möchte ich dann schon ganz gerne auch die Tür hier öffnen. Ja. Aha. Stabilisierer. Und hier Pistolenmuni. Hä? Ich habe jetzt die andere Muni nicht mehr.
Okay, interessant. Und das war jetzt eigentlich nur noch so ein Secret-Raum. Dann mache ich natürlich jetzt Lucas auch noch, sofern der jetzt nicht allzu idiotisch ist vom Boss-Tailing her. Was passiert jetzt? Ja, wie gesagt, und jetzt? Keine Ahnung. Was hat's hier noch so drin? Wie viele habe ich? 4. Dann habe ich 2 oder so nicht. Ne, ein paar habe ich nicht. 4 oder so. So. Nehmen wir wenigstens das noch entgegen. Wenn wir schon können. Speichern hier. Okay. Sehr interesting. Und hier können wir jetzt rein. Aha. Ist zu ruhig. Immer noch bei uns, wie ich sehe. Zu dunkel. Sehr beeindruckend, mein Freund. Sehr beeindruckend. Schauen wir mal, wie beeindruckend du wirklich bist. Naja, ich glaube, das könnte noch eine Weile gehen, bis wir hier durch sind. Weil, was fallen sie Munition von in die Weißen mit Schimmer, Pilze bezogen, Körper der Qualma, um sie aufzuhalten? Schon eine Kugel reicht aus. Ja, das ist mir auch bewusst, du Vollidiot.
Nehmen wir. Nachladegeschwindigkeit erhöht. Yo. Christopher, immer noch bei uns, wie ich sehe. Sehr beeindruckend, mein Freund. Sehr beeindruckend. Schauen wir mal, wie beeindruckend du wirklich bist. Okay. Ja, genau. Wie viel mehr davon du noch aushältst.
Okay. Okay. Nichts mehr, okay? Ich hab nichts mehr übrig. Von mir bekommst du kein Mitleid, Arschloch. Ich weiß, ich weiß. Ich habe Schreckliches getan. Furchtbare Dinge. Deine Männer gekillt. Gefoltert. Und ich habe jede Sekunde genossen, Soldatenjunge. Genau wie ich es genießen werde, dich brennen zu sehen. Starte Countdown zur Detonation. Hörst du das? Hört sich an, als sei deine Zeit vorbei. Tick, tack, Christopher. Tick, tack. Wenn du mich umlegen willst, leg mich um. Nein. Aber um Gottes Willen, halt endlich das Maul. Oh, ich würde ja gerne bleiben und dich brennen sehen. Aber ich kann nicht. Ich werde woanders gebraucht. Bye, bye. Sieben. Sechs. Mist. Fünf. Ich will hier nicht sterben. Scheiße. Das lief jetzt nicht so wie geplant, ne? Okay. Okay. Nichts mehr, okay? Ich hab nichts mehr übrig. Von mir bekommst du kein Mitleid, Arschloch. Ich weiß, ich weiß. Ich habe Schreckliches getan. Furchtbare Dinge. Hab deine Männer gekillt. Foltert. Und ich habe jede Sekunde genossen, Soldatenjunge. Genau wie ich es genießen werde, dich brennen zu sehen. Starte Countdown zur Detonation. Hörst du das? Hört sich an, als sei deine Zeit vorbei. Tick, tack, Christopher. Tick, tack. Wenn du mich umlegen willst, leg mich um. Nein. Aber um Gottes Willen, halt endlich das Maul. Oh, ich würde ja gerne bleiben und dich brennen sehen. Aber ich kann nicht. Ich werde woanders gebraucht. Bye, bye. Sieben. Chris, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Wir haben eine E-Mail abgefangen, die Lucas verschickt hat. Hört ihr das an? Umbrella und Redfield wurden erledigt. Sie loszuwerden hat Zeit gekostet, aber sie viel mehr. Ich kann euch die Daten noch liefern, aber danach sind wir quitt. Wer denkt, ich bin tot? Könnte unsere Chance sein. Wem hat das geschickt? Das entschlüsseln wir noch. Schnapp du dir Lucas. Sag mir Bescheid.
11. Juni 2017. Ich habe die Schnauze voll von diesem Lukas. Die haben ihn zum leitenden Forscher gemacht. Was denken die denn, wer ich bin? Warum muss ich mit einem Masterabschluss in Mikrobiologie von Stanford unter diesen Idioten arbeiten? Der spielt ja immer nur mit den Testobjekten rum, lässt sie sich gegenseitig bekämpfen und führt sinnlose Autopsien durch. Er ist krank, er weiß nichts über das Potenzial der E-Serie Mutamizid. Beim nächsten Meeting mit dem HQ werde ich sein Verhalten melden. Okay. Ich hoffe, wir sind nicht schon auf dem richtigen Dampfer. Okay. Hier kommen wir schon mal noch nicht durch. Falls man da jemals durch konnte. Ah, er denkt wirklich, ich bin tot. Da wir wissen, dass es hier lang geht, gehen wir jetzt zuerst mal nach unten. Würde ich sagen. Der haut da schon nicht ab, weil ich habe so das dumpfe Gefühl, der haut ab oder keine Ahnung. Wir hauen auf jeden Fall was in Gange, was ich noch nicht möchte. Wo landen wir hier? Von der anderen Seite verschlossen. Ja gut, dann haben wir das auf jeden Fall auch ausgekundschaftet, Freunde. Und ich hoffe, jetzt kann ich noch irgendwo speichern. Dann würde ich das Finale im nächsten Part begehen und sonst jetzt noch. Es gibt ja hier keinen Speicherpoint mehr. Na. Mann, was zum Teufel? Scheiße! Lukas! Ist klar. Hier können wir speichern, Freunde. Oder? Weil der ist jetzt abgehauen. Käufer für E-Daten. Hab einen für über... vorbereiten. So entriegelt. Und jetzt kommen wir hier durch. Geil. So läuft es. Ich habe alle Connections Forscher umgelegt. Die haben ihre Nasen in Dinge gesteckt, die sie nichts angehen. Also sie dachten, ich schaue nicht hin, aber ich wusste genau, was sie treiben. Mochte es wohl nicht, dass sie unter mir standen. Also habe ich sie in einen Käfig mit ein paar Moldet geworfen. Die haben sich in die Hose gemacht und um ihr Leben gebettelt. Ich hoffe nur, dass ich mir das Lachen verkneifen kann, wenn ich berichten muss, dass denen ein unglücklicher Unfall zugestoßen ist. Wahrscheinlich eine gute Gelegenheit, mich von den Connections zu trennen. Ich bin der Einzige, der Evelyn Schimmelpilz gut nutzen kann. Okay. Du bist ein Bastard. Weißt du das? Dieses Ding ist etwa aus dem Ruder gelaufen, aber ich habe mich drum gekümmert. Sende jetzt die E-Daten. Sollte nicht lange dauern. Wenn das fertig ist, bin ich hier raus. Okay. Aha. So geht's auch. Wie zum Teufel bist du noch am Leben? Du solltest tot sein! Wir haben deine E-Mails. Wir wissen, dass du jemandem Infos gibst. Das geht dich verdammt nochmal nichts an, Chris. Viele Leute da draußen möchten etwas über unsere kleine Evie wissen. Viele Leute. Deine Freunde, die Connections, wissen davon? Die scheinen mir nicht von der persönlichen Sorte. Das ist meine Sache. Lass die meine Sorge sein. Du wirst alle Hände voll zu tun haben. Drecksack. Wow. Ein direkter Heady. Ich kann... Ich nicht. Nein. Ich glaube es nicht. Glaub es. Es ist vorbei.
Nein. Niemals. Halt's Maul und akzeptier's, Lukas. Oh, das wird dir gefallen, Spar. Oh, Junge. So fühlt sich das also an. Wir haben hier unten ein Problem. Infektion bei kritischer Masse. Ach, erzähl mir was Neues. Ich hab da etwas für dich. Du bist total am Arsch! Du musst mit Vorsicht vorgehen. Extremer Vorsicht. Ach, das ist anders. Nicht, dass ich das tue, seit wir hier sind. Sauerstoffversorgungsstation ist betriebsbereit. Ja gut, was ich da machen muss, keine Ahnung. Ist klar. Du musst es herkommen. Und alles verpassen. Ist klar. Ist klar. Ja, komm. Aufstehen, abhauen und um die Ecke. Ja, komm. So, komm, renn. Redfield, wozu kannst du rennen? Dein Kopf. Ja, genau. Danke für den Ratschlag. Und wie soll das gehen? Sauerstoffversorgungsstation ist betriebsbereit. Ich kann nur so schnell schießen, wie es meine Munition verlangt. Ja, klar.
Du hast nur noch wenig Sauerstoff. Ja, was soll ich denn tun? Ach so. Warten Sie, bis die Reserven nachgefüllt werden. Ja, genau. Ja, klar. Ja, klar. Und ich bekomme die ganze Breitseite ab, ne? Naja, gut. Dann weiß ich jetzt wenigstens, was ich direkt mal machen werde. Oh, verdammt. So. So. Immer gezielte Schüsse auf seinen Schädel. Und dann schön auf sein Herz. So, was macht er nun? Kopf. Die Luftkontaminierung sprengt ja. Die Skala. Bring das Ding um, bevor dir die Luft ausgeht. Danke für den Ratschlag. Machen wir. Sauerstoffversorgungsstation ist betroffen. Ja, klar. Ja. Yo, der springt direkt auf mich und Redfield braucht ein halbes Jahrhundert, bis er wieder oben ist. Jetzt machen wir... Ja, ja. Ja, genau. Zum Glück habe ich mich geheilt, ja. So. Jetzt sollte es aber gehen. So. Sauerstoff erschöpft. Bitte warten Sie, bis die Reserven nachgefüllt werden. So. Und nun? Und nun? Und nun? Na? Hab ich dich bald? Kleiner Locklear Verschnitt. Du kleine Transe und Flieg. Ich hoffe doch.
Ja. Ja, haben ihn. Definitiv. Nice. Wie halte ich sie auf? Du musst irgendwie den Server runterfahren. Vielleicht gibt es irgendwelche Trafos, die du... Okay, hat geklappt. Das wird die IT-Leute aufregen, aber... Sollen sie doch heulen. Wie ist die Lage? Anlage ist gesäubert. Auch neue Varianten beseitigt. Dann bin ich hier raus. Gut. Glaubst du, wir haben hier geholfen? Ihnen nicht, fürchte ich. Der Pilz ist eingedämmt. Hoffentlich sind sie Ivys letzte Opfer. Hoffentlich. Chris, ein Anruf für dich. Du musst ihn im Lager annehmen. Okay. Bin auf dem Weg. Okay, Mission abgeschlossen. Auf einfach. Neue Versuche 10. Inventarbox geöffnet einmal. Stabilisierer verwendet und einmal Steroide verwendet. Akten gelesen, 6 von 9. Okay, 3 nicht. Antike Münzen. Schwierigkeitsprofi, okay. Wir haben einen Schwierigkeitsgrad freigespielt. Allerdings sind wir durch mit diesem DLC. Werden im nächsten Part auf jeden Fall noch das andere DLC durchkauen, wollen auf jeden Fall Zoes Ende auch noch miterleben und hoffe, es gibt keine zweideutigen Entscheidungen. Auf jeden Fall freue ich mich tierisch drauf, ich hoffe ihr auch. Bis zum nächsten Mal, tödelö.